Hallo, willkommen hier in der Stereo-Spieler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paper Mario Color Splash. Los geht's! Ja, der letzte Part ist schon einige Zeit her. Ich glaube, über eine Woche auf jeden Fall. Und das nicht nur für mich. Nee, im letzten Part haben wir den Vulkan Vulkan erkundet und einen Drachen geritten. Ein Drache reitet einen Drachen. Ah. Und ja, das wollte ich auch jetzt auch wieder heute hin, weil da gibt es noch einen zweiten Stern. Doch bevor wir da hingehen, müssen wir erstmal ein paar Karten abgeben, um genau zu sagen, 3 Stück. Und dann können wir auch ein paar Karten noch kaufen, weil ich wage mich leicht zu erinnern, dass wir nicht mehr so viele Karten hatten, die zum Campen da waren. Genau, und... Hey Mario, du hast ganz ruhig, ich habe den ganzen Tag Karten und ich hab... Schauen wir es dann irgendwann an, wenn am Ende des Projekts oder so nochmal am besten an. Genau, warum jetzt lange Zeit keine Videos kamen, lange Zeit in Anführungszeichen, eine Woche. Wow. Warum jetzt die Zeit lang keine, vor allem kein Paper Mario kam. Splatoon wollte ich, also... Grundsätzlich war Splatoon 3 Singleplayer wollte ich einfach in der Woche zu Ende machen. Wollte ich mir einfach zu Ende nehmen. Da war ja wohl Mann. Zweiter Grund war, die Wii U, die hat mich einfach nicht aufnehmen lassen wollen. Also, ungelogen. Wenn ich das Spiel gestartet habe, ist sie gecrashed. Ja gut, kann vielleicht daran liegen, dass ich sie gemoddet habe. Passiert. Aber dennoch. Und das ist halt kacke. Deswegen, wir haben keine normalen Sprungkarten. Richtige Karten, die wir hier brauchen. Ah, jetzt haben wir auch keinen Platz mehr für Karten. Na denn! Dann können wir die gerade noch hier sortieren. Perfekt. Jetzt haben wir wieder einiges an Karten. Und wir können zur Weltkarte zurück, um... ja... zum Vulkan zu gehen. Ich habe nämlich übrigens auch nachgeguckt, weil das ist für mich auch, ich glaube, 2 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal jetzt Paper Mario Color Splash aufgenommen habe. Also wir brauchen halt natürlich jetzt einen neuen Burger, den habe ich auch schon offcam geholt, weil den hatten wir abgegeben an den lieben Dragadon. Und es soll hier aber irgendwo dann einen schönen John Farbstein dann einfach so geben, irgendwo rechts, glaube ich. Wo wir einfach hinschwimmen können und gut ist. Er ist direkt vor uns. Hä? So, weil wir den ja gesucht haben. Er ist direkt vor uns. Komm, lass mich absteigen. Nein! Ah! Kacksteuerung. So, jetzt. Ja, du kriegst auch wieder deinen Burger.
Danke noch, danke für deine Hilfe und genieß deinen Burger. Der ist lecker, stimmt's? Tschüssi. Der Jude, Alter. So. Okay, wir sollen ihn nochmal mit Nerven formieren. Vor uns, habe ich gesagt. Direkt vor uns. Vor uns. Vor uns. Ja. Immer noch mehr als den Farbstern. Und wahrscheinlich wird es einfach nur noch eine Abkürzung zur Mitte geben. Hoffe ich. Was? Was? Ah. Da kriegen wir zumindest jetzt auch mal den. Müssen wir auch noch machen irgendwann. Fangen wir einfach, versuchen wir es einfach mal heute. Ich hole mir einen guten alten Zettel. Und gucken wir mal, welche Karten wir uns jetzt heute gönnen können. Beziehungsweise welche, was wir in Schnickschnack-Schnuck brauchen. Ich hoffe, wir kriegen Sinn. Willkommen in der Schnickschnack-Schnuck-Arena 5. Jawoll. Herr Serena zappelt in der Gegend rum und kann sich kaum entscheiden. Dafür steht der dann aber auch zu seiner Entscheidung. Okay, also... Der Gegner in der zweiten Runde bellt meistens mehr, als er beißt. Bei Schere, Stein und Papier macht er es aber genau andersherum. Kann man ja mal versuchen. Ja, mein Inventar. Dann, ich habe noch eine doppelte Goomba-Karte, die ich nicht brauche. So, okay. Ich höre, Steinpapier ist jeden Sieg und Niederlage zwei Seiten von ein und derselben Medaille. Damit einer gewinnt, muss der ein anderer verlieren. Um sich den Sieg zu sichern, müssen unsere Streiter zuallererst über sich selbst triumphieren. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier! Super Schnick, Schnack, Schnuck. Damit betreten unsere tief gestapelten und dennoch hoch verehrten Wettkämpfer die Arena. In dieser Ecke der Superstar der Schnick, Schnack, Schnuck-Szene, Mr. Mamma Mia, höchstpersönlich. Jo. Okay. Und jetzt in dieser Ecke, niemand weiß, was dieses Ding eigentlich darstellen soll. Man nennt es Fuzzy. Ach Gott, das Ding. Runde 1, Mario gegen Fuzzy. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Also, es ist echt nicht bekannt, was der macht. Dafür das, was er macht, macht er konsistent. Dann mach ich mal eine Faust. Mach ich einfach mal eine Faust. Warum? Mir fällt gerade auf, ich habe beiden einfach nur das geschrieben, was die machen, aber nicht, was ich dafür machen wollte. Muss ich also denken, oh Gott. Er bellt auch wenn er nicht getroffen wird und bleibt stets treu auf seinem Pfosten. Kettenhund! Runde 2, Mario gegen Kettenhund, Schnurstreiter, wählt eure Karten. Okay.
Der Bellen, also Nom. Heißt Schwein. Ich hoffe, das macht Sinn. Es macht Sinn! Jawohl! Oh mein Gott. Ab jetzt kommt der Hoch und Heilige. Schnurstreicher, komm und geh. Doch ihr König sitzt fest auf seinem Thron. Man nennt ihn den... Meister Schnuck! Stunde Runde 3, mache gegen Meister Schnuck. Schnuck, Streiter, fällt eure Karten. Also, das ist halt jetzt wirklich nur... 2 zu... bis ja, 3-3-3. Dritte Chance. Dritte Chance zu gewinnen. Dritte Chance zu Gleichstand. Und dritte Chance zu verlieren. Ich hab Schere genommen. Ach, unentschieden. Schnuckstreiter, zurück auf eure Plätze. Versuch Nummer 2. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Jetzt habe ich mal Stein genommen. Jetzt! Es ist unglaublich! Meister Schnuck wurde geschlagen von Mario! Und das, Leute, das bedeutet, wenn ihr jetzt mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich! Und euch auch danke für die zwei, über, auf jetzt, dass wir die 200 Abos erreicht haben. Auf die nächsten 100 oder 250 vielleicht sogar. Nein, wobei, das kommt ja eher. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst ein bisschen München und außerdem gibt es ein neues Auto. Achso, nee, eine Karte. Und zwar die Larry-Karte. Wie, den magst du nicht? Ja, da kann ich nichts für. Das war's auch schon. Das ging verdammt nochmal zu. Gewonnen! Ja. Ja! Jawohl! Ich glaub's nicht, du hast Meister Schnuck geschlagen, meinen Glückwunsch! Aber hallo! So echt kacke, dass man da bei beiden Dingern so ewig lange dann laufen muss, um in die Mitte zu kommen. Naja. Aber mir fällt auf, ich sollte dann das vielleicht auch mal ins Museum bringen. Mach ich im nächsten Part. Nicht in diesem Part noch. In diesem Part gehen wir in den Siena-Krater. Wir gucken uns an, was es da gibt. Spannendes. Ja, dessen zusammen sortiere mal die Karten und sehe mir auch gerade mal an, es sind noch einiges an Level bevor. Ja. Och nö! Ich kann die noch nicht mit einem Ding besiegen. Schade. Macht's nicht besser. Ah, Mist. Ah, doch, aber.
Er ist tot. Und er hat Angst. Hammer mal 3, geil. Ah, lieber Mario, könntest du mir vielleicht helfen? Ich arbeite in der Paprikaterie und in unserer Kühltruhe steckt ein riesiger Batzeneis, den wir partout nicht daraus kriegen. Mein Chefkoch hat mich hierher geschickt, damit ich etwas besorge, um das Eis aufzutauchen. Aber ich kann einfach nicht so hochspringen. Hast du vielleicht einen Rat für mich? Ich war noch nie so gut im Hochsprung. Zu deinem Glück ist unser Mario tatsächlich ein Sprungprofi. Findet er bestimmt irgendein Dings, das dir weiterhelfen kann. Sobald wir es haben, bringen wir es dir in der Paprikaterie vorbei. Wirklich? Vielen Dank. Lasst euch ruhig Zeit. Dann kann ich meine Dienstreise noch irgendwo mit einem kleinen Nickerchen ausklingen lassen. Nicht so gut springen können ist aber was anderes. Wollte ich gerade sagen, lieber Fabian. Passend, ein Feuerhammer. Und Springprofi ist auch was anderes. Ah! Böser Mensch. Oh nö. Dann. Oh. Nice. Das geht natürlich auch. Oh, oh, Eisensprung mal 3. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, ein Farbstern. Mein Inventar ist voll, das lasse ich mir so nicht sagen. Müssen wir eigentlich die Status-Ding offen lassen für die Prozent, wie viel ich schon restauriert habe? Ich will ja Farben, Farbflecken wegmachen auch. Nö. Was ist das? Ein großer Eisbogen. Ah, komm, ja. Problem gelöst. Ein Gegner weniger. Oh, zwei große Hammer mal 2. Wow. Weg. Man muss ja auch mal ein bisschen was schlagen können. Mann. Windows. Gott. Gut. Nicht gut.
doch gut. Ich muss auch mal meine Hochhammer loswerden, weil die nutze ich eh nicht wirklich. Ah. Ja, war mein, der ist noch ein zweites Problemchen. Hallöchen. Zwar ist es wichtig, voranzukommen, aber gelegentlich muss man seinen Blick auch dorthin richten, wohin man bereits gewesen ist. Klang ich gerade wie ein Lebenshilfeguru? Gut, schließlich versuche ich auch gerade mir damit mal ein 12. Standbein aufzubauen. Aha, I did it. Ich bin rübergekommen. Cool. Hab nicht zufällig einen Eishammer. Nein, nein, hab ich nicht. Na dann! Hab ich keinen Eishammer. Gut herausgefunden. Sieht wohl so aus. Super. Gesundheit. Möchte ich hier rüber? Ja, das möchte ich. Wegen Farbflecken. Oh ja, die Leben sind sehr gut. Dass da etwas war, das war jetzt nicht unbedingt groß versteckt. Na komm. Muss auch sie hin. Dann. Na komm. Weiter. Danke. Jawohl. Hier sind gehäufig farblos Flecken. Und wir sind schon bei 66%. Nur noch ein Drittel.
brauche ich jetzt nicht unbedingt noch einen. Habe ich schon drei. Sorry. Ich meine zwei. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch drei Maxi-Pilze, wenn ich zwei Riesenpilze habe. Ja. So ist das. Das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber I don't care. Ist ja nicht viel zu viel. Ist ja genau richtig. Perfekt. Bringt mir jetzt ja der Platz da oben. Weird. Ah, das bringt mir der Platz da oben. Ich kann jetzt ausschneiden. Hier rüberlaufen. Schon mal hier. Andererseits. Hier sind noch Farbverlaufszwecken. Und die will ich haben. Wollen wir schnell. Ich will. Drei Karten muss ich loswerden. Beispielsweise einmal ein Huchhammer. Und nochmal ein Huchhammer. Weil Huchhammer braucht man nicht. Und was noch? Ah. Na komm, generell die Gumba-Karte kann ja weg. Ich hab die ja schon. Nochmal alle Karten sortieren. Au. Aber ich glaube, beide Karten könnten hier noch interessant sein, verdammt. Bergenkarten braucht man eh nicht. Lol. Ja, jetzt nochmal hier rüber. Alles nur für die 100%. So. Da will ich auch gerade mal nachgucken, wie viele Prozent wir überhaupt schon haben. Ah, 100%. Dann war es das jetzt auch mit dem Level anscheinend. Da müsste ich jetzt gleich hier eigentlich schon das Ding kommen. Never mind. Nicht direkt zumindest. Ach, nö. Hi. Hey.
soll ich übersetzen? Das hieß, ja, Mist, nun, was hast du denn in meinem Vulkan zu suchen? Vulkan. Und jetzt, und jetzt, was ist mein Wohnzimmer? Wie würde es dir gefallen, wenn ich einfach in dein Wohnzimmer kommen würde? Wir könnten zocken. Außerdem, die Temperatur hier drin ist genau so, wie ich sie am liebsten habe. Du nicht, so ein Pech aber auch. Denk nicht einmal daran, hier zu lüften. Weißt du überhaupt, was ich für ein Heizkosten habe? Die Felsen schmelzen doch nicht von allein. Ich glaube, da hat der etwas geflogen. Die Felsen schmelzen natürlich von allein. Auf jeden Fall ist er ganz schön sauer. Oh, jetzt warnt er dich sogar vor, ziemlich rücksichtsvoll, wenn du mich fragst. Er sagt, ich bin aus Feuer und du aus Papier für Glück zu und sagt, haha. Nun gut, vielleicht ist er nicht ganz so rücksichtsvoll, wie ich anfangs dachte. No, der Dolmetscher. Nun. Eis und Feuer. Hätte er mir den Hinweis nicht geben sollen. Au. Ja, okay, ich brauche eine Heilung. Ich hab noch was Nettes mit Ei. Ich hab noch eine große Eisblume. Nein, nicht der Dolmetscher, der hat doch nur seinen Job gemacht. Das kam jetzt was verzögert. Was zur Hölle war? Schon wieder auf der falschen Kameraseite, fällt mir gerade auf. Gott! Sorry, Leute. Der Check. Es ist also eine heiße Quelle. Irgendwie verstehe ich nicht, was man so toll daran findet, sich krebsrot kochen zu lassen. Auf der anderen Seite wird meinen Flächern einer Wenigkeit ein kleines Bad bestimmt nicht schaden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich will hier nie wieder raus. Tut mir leid. Tut mir wirklich super leid, Mario. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt. Ach ja, eigentlich schade, dass unser gemeinsames Abenteuer so ein plötzliches Ende findet. Aber das Wasser hier ist einfach zu fabulös. Weißt du noch, als wir unseren ersten Farbstern fanden? Mann, hatten wir für einen Spaß. Da fällt mir ein, dass ich mich bei dir noch gar nicht für all die Sachen bedankt habe, die du für mich getan hast. Schließlich habe ich dich quasi benötigt, bei diesem Abenteuer mitzumachen. Dich genötigt dafür. Sowas geht ja eigentlich gar nicht. Aber naja, hoffentlich findest du wenigstens deine Prinzessin und so. Wenn du damit fertig bist, komm mich doch einfach mal hier besuchen. Ich werde nie wieder hier weggehen. Nie im Leben. Warte mal, was ist denn hier da? So ein Quatsch, schnell raus hier, wir müssen einen Farbstein finden.
Hier hinten ist Luigi. Das sieht man schon. Ja, laut Münzen. Verschwindet er, indem er durch die Luft rennt. Super. Ein Föhn. Den kann man wohl benutzen, um das Ding loszuwerden. Nicht nur zum Trocknen von Frisuren, sondern auch zum Schmelzen einer Vielzahl unterschiedlichen Materialien. Nanu. Moment. Du leist dir den Föhn aus. Pass bloß auf, dass du ihn wieder zurückbringst. Ja, keiner will hier das nach Hause gehen. Roter Laut Nummer 44 bereits im Einsatz. Und jetzt habt ihr im Hauptquartier in Portbus auf unsere Anführer warten. Ist nächstes ganz eindeutig dafür da, um den riesigen Eisblock in der Paprikatier zu schmelzen. Ah, ja, echt. Ja. Ha. Ding hat zwei Farbsterne. Hä? Mensch, Wasser. Wasser ist heiß und kann zu Nässe führen. Bitte da fragen Sie uns nicht. Muss ich mit den Leuten sprechen und dann so von wegen so, hey, Ich finde dich echt sympathisch, Mario. Aber ich will echt entspannen und kein Gespräch führen, ja? Na ja, ich gesagt, es mir drin noch ein bisschen zu heiß. Ja, wenn es nachgegeben könnte, kann es ja sein. Ah, die hatten perfekt. Ich schade, dass ich mich bald wieder ausregen und die hätten rein los. Ah. Roller Tat Nummer 45, rein, also, und jetzt einfach mit dir. Was? Ach ja, glaube ich, werde den Job bei Sniffels aufgeben und mich hier als Bademann zu bewerben. Ja, ich mir auch. Wir haben das weiter und als Börser geht mir auch schneller vom Rüssel. So, wunderschön. Ja. Hey. Abstern. Jawohl. Und noch eine Schnickschnack-Knochen. Noch einer Fan. Ernsthaft. Ich würde gerade zumindest gerade noch mal kurz in dieser Folge jetzt gerade noch zur Paprikaterie gehen. Und das Ding schmelzen und mir den Brief in den Podpismann gucken und die Karte abgeben. Ja, es ist noch einiges. Aber was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das erledige morgen. Perfekt. Nee. Föhn.
trägt daraus eine Lupe. Anscheinend. Ah, oh, jetzt kann ich den Kühlschrank verwenden. Ich möchte mir das letzte Stück Mamma Mia Pizza des Mitternachtsimbiss aufbewahren. Oh, wow. Und wir stehen schon wegen der Sache mit dem VIP hinter der Schuld. Daher, lass mich dein neuen, als Zeichen unserer Wertschätzung kannst du dir selbst dann jederzeit ausquetschen. Ist übrigens jetzt gerade nicht abgeschmiert, ich habe auf das Tutorial-Ding gedrückt, weil was wollen die von mir? Ah! Das ist ein Hinweis darüber. Das gucken wir uns dann an, wenn alles, wenn wir das alles durch haben. Sehr schön. Ja. Was zur Hölle? Zwei Dinge. So. Mir scheißegal. Das war so hardcore knapp. Heilige Scheiße. Denn jetzt müssen Ganoven-Karte. Ja, sieht der Ganoven klasse aus. Ja. Komm, bitte. Yes! Und ein Eisbruder. Ich hab mal 100%. Alter. Gut. Dann können wir jetzt da reingehen. Dann den Föhn nochmal holen. Und danach Karten abgeben. Und dann war heute ein erfolgreicher Tag. Und eine lange Folge mal wieder. Sorry. Hallo, Herr Barry, du hast gerade recht, du hast Post. Hallo Bruder, hier ist dein kleiner Bruder Luigi, du weißt schon, das größere als du und mit grüner Mütze. Hast du schon mal eine Tür mit durchdrehenden Fenstern gesehen? Ja, das ist so ein ganz besonderes Ding, müsstest du dir unbedingt mal angucken. Ja, ja, übrigens, Free kannst du ja immer noch angucken, ich geb dir die Post ja mit. Danke. Müssen wir nur in deinen Taschen mal gucken. Ja. Ja, mir aber schon. Viel Spaß.
Ja, und ich finde halt echt, das ist tatsächlich angenehmer, wenn man das einfach so Stück für Stück füllt und man auch sieht so, aha, es ist nicht mehr viel. Anstatt wenn man es noch halt wirklich ewig braucht und am Ende dann so 20, also so 3 Parts oder so macht, von wegen, okay, ich mache erst den Rest des Spiels, 100%. Und es guckt sich dann keiner an. Du hast übrigens, ne? Ja. Dann gehen wir mal alle durch rein. So. Erste Tür. Ding an oben gegangen, Karten nicht. Kannst nicht spenden. Schade. Aber kann man dann zumindest dafür verwenden, um halt andere Leute, andere Karten zu bekommen, andere Gegnerkarten. Das wird ein Spaß. Aber. Das mache ich auch wahrscheinlich dann eher nur off-cam und damit ihr nicht davon gestört werdet. Im nächsten Part gucken wir uns dann oben den zweiten Stern an, wo es uns dahin führt. Und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, habe ich echt hier sonst von den Karten ja gut aussehen? Ja. Würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Abonnieren, das habe ich vergessen. Genau, abonniert gerne mit einem Like noch dazu und einem Kommentar. Und danke auch nochmal für die 210 Abonnenten, die wir jetzt schon haben. Das ist echt viel. Jetzt in letzter Zeit, beim letzten Video gab es ja echt einen großen Schub. Freut mich wirklich, dass es euch gefallen hat. Und ja, ich freue mich auch über jeden Kommentar. Und ja, würde ich dann sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt auch wirklich. Tschüss.